Willkommen zurück, liebe Bunkerbewohner, bei Amnesia the Bunker. Let's go! Wir machen jetzt hier im Bunker wieder weiter und gucken mal, was wir denn noch uns anschauen können. Also die Karte hier ist definitiv hilfreich. Ich hätte nur gerne eine für unterwegs, aber naja, was soll ich sagen, man kann halt nicht alles haben. Das war von den Entwicklern leider nicht so vorgesehen. Okay, ich hätte nämlich gesagt, wir gehen raus und gehen den Gang runter und dann in diesen grünen Bereich. Da ist auf jeden Fall noch einiges, was es sich zum Angucken gilt. Dann gucken wir mal, ob wir die anderen Bereiche noch reinkommen. Da Umkleide ist auch noch was eingekreist. Ja, müssen wir gucken, ob wir da irgendwie zurechtkommen. Jetzt ist es auf jeden Fall erstmal wieder hell, das ist gut. Zumindest in einigen Bereichen, nicht in allen. Aber ich wüsste gerne, ob ich hier noch irgendwie einen Schalter habe, um Licht zu machen. Da ist einer. Perfekt. Zu. Da liegt wer drin. Da kann ich doch durch, yes. Der Generator läuft noch. Guck dir den mal an. Es ist ja eklig. Wer denn da? Code. 2054. Dann können wir wahrscheinlich in seinem Spind gucken, ne? Er ist ein Helm. Ups. Ist es hier drin? Und fort. Aber den Knarren, ich werde sie benutzen. Okay. Gut. Gehen wir mit. Befehl ist abgelegt. Einfach aus dem Grund, dass ich noch ein paar Sachen mitnehmen möchte. Okay, da haben wir was zum Lesen. La Rues. Wie spricht man den so aus? La Rues Bericht. 15. Mai 1916. Und Schützela. Was heißt denn das? Schütze vielleicht? Warum kürzen die das ab? Ist doch genug Platz da für den Text, aber gut. Ich meine, es ist nur die deutsche Version, es gibt ja noch andere Sprachausgaben. An Major Fournier, Major Blanchett. Ich lege hier schriftlich nieder, was ich meinen beiden direkten Vorgesetzten gemeldet habe. Gestern Abend wurde ich den Pionieren zugeteilt, um ihnen beim Kartieren der römischen Tunnel zu helfen. Als ich den tiefsten Bereich der Tunnel betrat, bemerkte ich, dass eine seltsame leuchtende Flüssigkeit aus den Wänden sickerte. Als ich mich umdrehte, waren die Wände der Tunnel plötzlich verschwunden und ich stand auf einer stockfinsteren Ebene. In der Ferne sah ich... Was? Bin ich gerade? Plötzlich stand ich auf einer stockfinsteren Ebene. In der Ferne sah ich ein schwaches Licht. Es schien mich zu rufen. Zwischen ihm und mir bewegten sich missgestaltete Schatten. Als ich blinzelte, war es verschwunden. Ich stand wieder im Tunnel. Obwohl alles im Bruchteil einer Sekunde vorbei war, bin ich überzeugt davon, dass es sich nicht um einen Tagtraum handelt. Es war real. Seit dem Erlebnis fühle ich mich verfolgt, als würde ein Teil von mir immer in diesem Tunnel festhängen. Immer wieder bewegen sich Schatten an den Wänden, an den Rändern meines Sichtfelds. Ich bitte förmlichst um Abzug von der Front aus medizinischen Gründen. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ob denen geholfen wurde, das wissen wir leider nicht. Oh, ich lasse mal das Licht aus. Gehen ja gleich eh wieder raus. Ist nix. Hm. S. Ritzelei hier. Gesicht. Ja.
mal an. Können wir die entschärfen? Nein. Mach ich jetzt. Ja. Scheint eine Falle zu sein. Hey, wo bin ich jetzt? Ich weiß es echt nicht. Ich habe leider keine Ahnung. In einem großen Raum. Gott, da rumpelt's wieder. War das nicht der... Ach, hier bin ich wieder. Ja moin, da lag doch der eine Typ, der geholt wurde, oder? Hier bin ich jetzt. The fuck, man. Exit. Wo ist der? Der Raum. Muss man safe haben. Wo bin ich? Wo ist alles? Française. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist hier alles. Das sieht hier halt einfach alles gleich aus. Okay, lass mich nochmal gucken. Welche Nummer war das? War 054. Wir machen das so lange wir Licht haben. Da ist das Ventil. Brauche ich. Jetzt kann ich das da anbringen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Ah, hier, guck. Hebel. Hä? Oh. Okay. Ist gut. Licht ist gut. Ach komm, Alter. Die kleinen Treppenabsatz, ne? Muss halt nicht. Hier ran? Kann ich das hier benutzen? Ja. Ja, benutze es. Geil. Ist offen. Ja, mega. Geladen gerade. Ich habe leider gerade keinen Schimmer, wo ich bin. Aber sehen wir dann. Das ist ein Raum. Okay, der ist verschlossen. Komm ich hier rein? Auch verschlossen. Das gibt's ja nicht. Irgendwas. Die Hölle. Scheiße. Ich hab keinen Platz mehr. Leuchtfackeln. Ah, die nutze ich für den Notfall.
sagt der Generator. Ist zur Hälfte leer. Okay, ich muss wieder zu meinem Safe Haven zurück, weil dann kann ich hier die anderen Sachen noch mitnehmen. Aber da ist ein Stolperdraht. Man kann springen. Okay. Jawohl. Sicher hier, in meinem Käfig. Er spricht Deutsch. Sicher hier, in meinem Käfig. Hallo? Er spricht. Ist jemand da? Kann ich ihn noch rausholen? Nein! Lassen Sie es zu! Er hat einen Bolzenschneider. Das Gold! Kann ich hören? Schließen Sie wieder! Da liegt auch noch ein Verbandskasten. Ich will nicht zerstören! Schließ das wieder! Ich könnte ihn rein theoretisch auch erschießen, aber bin mir nicht so wirklich sicher, was das bringen soll. Hat echt Munitionsverschwendung. Komm ich da rein? Also hier ist leider kein Durchkommen. Schließ das wieder! Geht halt gar nichts. Okay, aber jetzt haben wir schon mal rausgefunden, dass da hinten jemand ist, der einen Bolzenschneider hat. Das bringt, glaube ich, schon ziemlich viel. Wenn wir vor allem Dinge durchtrennen können. Ich habe bisher noch nichts gesehen, wo der Einsatz finden könnte. Zumindest weiß ich es jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem auf jeden Fall nochmal zu ihm zurückkehren. Vor allem da hinten in die Ecke hin. Da ist ja viel zum Einsammeln noch. Da war nochmal Benzin, habe ich gesehen. Eine Granate gab es noch. Also, ja. Administration. Warum ist es hier dunkel? War jemand drin? Ich weiß es nicht. Okay. Was lege ich ab? Eigentlich ziemlich alles. Ich glaube, eine Heilung könnte ich noch mitnehmen für den Notfall. Ansonsten, ja. Habe ich nicht so viel Platz. Lassen wir den Rest. So, gespeichert hatte ich ja eben, als ich die Lampe berührt habe. Können wir rein theoretisch wieder zurück. Ah, einen Blick auf die Karte riskieren wollte ich noch. Okay. Ich blende den Text mal aus. Das ist. Die Übersetzung bringt mir halt nichts, weil ich weiß ja schon, was da steht. Okay. Da, Mission Storage. Ach, im Prison war ich gerade. Genau. Ins Arsenal komme ich nicht rein, das ist zu. Vielleicht brauche ich dafür den Bolzenschneider. Aber ich sollte gucken, dass ich vielleicht noch die anderen Bereiche abchecke. Deswegen werde ich jetzt rausgehen und dann nochmal, wie gesagt, runter zum Maintenance gehen. Mal gucken, was ich da noch finde. Gut. Wie gesagt, wenn ich sterben sollte, ist das nicht so tragisch. Ich habe ja gespeichert, aber... Okay, drei Plätze habe ich noch frei. So. Das würde bedeuten, ich gehe hier runter. Genau, hier in den Quartieren. Maintenance wäre, glaube ich, jetzt hier gleich am Ende des Ganges. Hier, genau. Da. Okay, nicht drauf springen. Drüber springen, ja. Guck mal, da liegt schon Benzin. Hervorragend. Du kannst Benzin auf den Boden schütten, indem du einen benzinhaltigen Gegenstand ausrüstest und verwendest. Okay, aber ganz ehrlich, das ist voll die Verschwendung. Dann lasse ich lieber den Generator mit dem Benzin laufen und hab dafür Licht. Das ständig diese Lampe auf und zu ziehen, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Okay, ist volle Power, ist an. Was? Ratten betreten verboten. Mach's weg.
Oh, scheiße. Oh. Ich hab gerade die Granate an der Seite gesehen und dachte mir so, scheiße. Das sind ja wirklich Ratten. Alter, wie groß die sind. Ja, toll. Dreimal Benzin, dreimal voll. Diese Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Drücke eine Taste, um fortzufahren. Ach so. Jetzt habe ich eine eigene Karte von der Maintenance. Was? Stock. Höre irgendwas. Ein Bild. Das hier? Kenn ich noch nicht. Ah, sie haben die Leichen verbrannt. Aber warum? Damit die sich nicht verwandeln, oder? Wir wissen zu wenig. Unser Wissen reicht leider nicht aus, um diesen Wahnsinn zu verstehen. Wir kennen uns bereits. Die erste Begegnung mit der Bestie überlebt. Hä? Wie überlebt? Wo war die denn? Ich hab sie nicht mal gesehen. Das Achievement ist eine Lüge. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo das Vieh war. Oder ist. Guck mal, das ist eine Ratte. Gibt die mir die Seuche oder was? Eine Tür mit Hilfe eines Fasses aufgesprengt. Oh, scheiße, da habe ich was gesehen. Ja, da ist was. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber da ist was. Es hieß ja, ich kann es nicht mit der Kugel töten, aber ich kann es vertreiben, wenn es kommt. Ey, Alter, komm bloß nicht hier rein. Ich warne dich. Ich habe meine Granaten auch nicht dabei. Ich habe nichts. Vorher mal gewusst. Ist auch kein Loch in der Wand, wo der durchkommen kann, ne? Okay, die Ratte hat das in Ruhe gelassen. Gott. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Ich kann es eh nicht mitnehmen. Weil voll. Ich laufe mal wieder normal. Geduckt sind wir leider sehr langsam. Was zum Teufel? Oh. Ah, Euda. Fuck. Scheiße, Mann. Ich hab drei Finger. Drei Fingerblut. Okay, Ratten sind auch gefährlich, alles klar. Bruder, was ist los? Was ist mit denen? Exit. Exit mich auch gleich, wenn ich gleich tot bin. Alter, lass mich rein. Ich wollte mich verarzen, glaube ich. Gott, wie geht's mir jetzt? Gut. Ja, der Generator ist leer. Aber das macht nichts. Ich habe ja noch Benzin. Ich fülle alles ein, was ich habe. Und ich werde so dumm sein und den anmachen, weil wenn ich in den Gängen Licht habe, hilft mir das extrem.
Weil wie gesagt, ich muss die Lampe nicht ständig aufziehen und sehe wesentlich mehr, was die Gefahren angeht. Weil ständig diese Lampe aufzuziehen, es kostet zu viel Zeit und es macht halt Lärm. Und der Generator steht hier, wenn der hier Lärm macht, das ist furz egal. Wenn ich draußen unterwegs bin, dass ich zumindest mal eine Gefahr sehe, wenn sie vor mir steht. So. Ich mache den Generator gleich an. Erstmal, damit da nicht unnötig Benzin verschwendet wird. So, Text ein aus. So. Genau, wir waren unten da bei Maintenance. So. Im Weinkeller weiß ich nicht. Ich glaube, da war ich schon. Aber ich würde vielleicht nochmal einen kurzen Abstecher da machen. Die Frage ist, was mache ich mit den Ratten? Die nagen an dieser Leiche rum. Ich glaube, die könnte ich mit einer Granate zerfetzen, aber das würde vielleicht das Monster anlocken. Deswegen weiß ich nicht ganz genau. Aber ich habe halt nur einen Schuss. Ich habe nichts. Weil wo ich eigentlich hingehen wollen würde, ist da. Da gibt es eine Leiter. Seht ihr das? Ganz rechts. Pillbox. Weil es scheint weiteres Stockwerk zu geben. Also es ist doch größer, als ich dachte. Also wie gesagt, ich würde nochmal gerne zum Maintenance gehen, weil da liegen auch noch ein paar Sachen rum. Hier noch einzusammeln könnte auf jeden Fall hilfreich sein, um hier zu überleben. Okay, was ich mitnehme, ist eine Granate. Fleisch. Wieder verraten. Ich könnte statt die Granate zu benutzen, das Fleisch einfach nehmen. Eine Flasche, die sich werfen lässt. Ja, weiß nicht ganz genau. Oh, die könnte ich kombinieren, die zwei. Mach das gerade mal. Zack. So habe ich eine Heilung mit. Perfekt. Leuchtfackel für Notfälle. Die blenden helle und laut zischende Flamme dient als Leuchtsignal. Lässt sich werfen. Ich leg die mal ab. Ich brauche den Platz. Weil drei ist nicht viel, aber alles, was sich hier in der oberen ersten Reihe befindet, brauche ich. Taschenuhr ist vielleicht kein Muss, aber um zu sehen, wie lange der Treibstoff für den Generator noch reicht, ist es auf jeden Fall hilfreich. Okay. Gut, dann starte ich den Generator jetzt und dann können wir nochmal rausgehen. Na, wir machen schon ein bisschen Progress auf jeden Fall, aber eher gemächlich. Was ja nicht verkehrt ist. Ich meine, ich habe ja keinen Stress. Der Nervenkitzel ist halt unfassbar. So. Also. Ich rüste das Fleisch mal auf einen Shortcut aus. Und dann gehen wir nochmal hier runter. Ich könnte versuchen, die Ratten mit dem Fleisch anzulocken, indem ich das halt auch versuche, hier hinzuwerfen. Die reagieren halt nicht, ne? Sollte ich einen Schuss abfeuern? Weiß nicht, ob das dumm ist. Kommen die? Fürchten sich. Also jetzt habe ich das Fleisch geworfen, ist das weg. Das ist egal. Was? Conard. Keine Nummer. Scheiße. Aha, guck. Dafür bräuchte ich den Bolzenschneider, um hier reinzukommen. Benzin. Hier ist auch noch was. Sind die Ratten halt wieder da, ne? Das gibt's nicht. Ist das Fleisch immer noch da? Ich würde die Ratten gerne in die Dings locken. In die Granate.
Ist das Benzin hier? Komm, was soll's. Eine Benzinlache angezündet. Da kommt was! Scheiße. Ich glaube, es ist weg. Ja, toll. Ich habe das Feuer entzündet. Aber... das hat nichts gebracht. Oh, wait a second. Und das hier für ein Gang. So, der fehlt mich wieder. Ah ja, okay. Ah. Wird der mit Absicht abgeschlossen, damit kein Monster hier reinkommt. War schon richtig so. Okay, ich gehe mir nochmal kurz das andere Stück Fleisch holen und Benzin fülle ich gerade nach. Das geht nicht, während er läuft, ne? Ausschalten. Fuel. Und wieder einschalten. Das ist eine richtige Hetzjagd, du. Ich sag's dir. Ist gar nicht so einfach. Ah, falsch. Ja, aber ich versuche mich langsam so ein bisschen im Bunker hier jetzt so recht zu finden. Also. Weg runter. Arsenal ist offen. Ja. Aber ich war hier noch nicht fertig. Maintenance. Ich brauche den Bolzenschneider halt auch, ne? Das wäre wichtig. Ach, räudigen Ratten, ey, ganz ehrlich. Habe ich das Fleisch noch? Ja. Hier, Bank. Krieg die ganze Zeit Achievements, weil ich irgendwas mache. Da ist auch noch eine Ratte. Die sind tot hier. Da. Was ist das überhaupt? Stock. Ein Stück Holz. Ja, danke für gar nichts. Was fange ich denn damit an? Flasche. Nimm es einfach mal mit. Da ist der Rommi geklärt. Okay. Hier noch irgendwas? Ah, Benzin. Sehr gut. Okay, ich habe noch ein Slot frei. Wow. Hier halt nichts mehr. Ah, hier. Was ist das? Pistolenkugeln! Ja! Oh Gott. Was? Kugeln in die Trommel stecken. Junge. Geht doch. Frage ist, soll ich die Kugel opfern, um die Ratte zu erschießen? Wow. Grillmeister, eine Leiche zu einem Aschehaufen verbrannt. Er brennt es jetzt die ganze Zeit, oder? Ach, weil die Fackel da noch läuft, ne? Was? Schrank. Okay, sauber. Kann man den Gang aufsprengen? Mit dem Fass? Man weiß es nicht. Ah,
weit aufgehört. Die Ratte, ey. Ja. Geht nicht auf. Ja. Was haben wir hier? Treibstofflager. Oh, geil. Da. MG-Bunker. Kapelle. Büro des Vorarbeiters. Yes. Das hört sich nicht gut an. Kann ich mit diesem Fass aufspringen? Das ist eine gewagte Theorie, aber ich versuch's mal. Okay. Ah, hier ist noch was drin. Eine Granate. Perfekt, die brauche ich jetzt. Wobei, das ist ein Fass mit Sprengstoff. Okay. Oh Gott. Da ist irgendwo. Fuck. Zeit läuft. Der Generator geht bald aus. Ah, komm schon, Alter. Mach schon Acker. Ja, ist, aber ich weiß nicht, wo es ist. Okay, das Fass hat nicht geholfen, das hier wegzusprengen. Da sind noch Ratten drin. Wie komme ich da rein? Das hier wegsprengen. Ist da drin? Ah, hier, guck mal. Oh shit. Da ist es gerade. Oh, zum Glück habe ich mich gerade noch in dem Schrank versteckt. Hat er die Wand eingerissen? Alter, wie stark ist dieses Vieh? Oh Gott! Ich habe halt nichts, ne? Wenn er mich kriegt, bin ich tot. Alter, ich könnte versuchen, mit diesem Holzstück es tot zu hauen. Es klappt wahrscheinlich nicht. Okay. Es lauert in den Wänden. Auf das Fass geschossen, um die Ratten zu töten. Ich glaube, das war die beste Idee. Kann es da durch, wenn es so groß ist? Hinterfrag das mal nicht. Weitere Marke, aber ohne Nummer. Okay. Oh, ich kann doch rein. Eine Ratte hat überlebt. Soll ich sie wegsprengen? Ob das eine Granatenverschwendung wäre, ich weiß es nicht. Ich muss da rein. Ich will das nur aufheben, Ratti.
Kann ich die ausrüsten? Wie kann ich das denn kombinieren? Das kann man kombinieren, aber mit was? Ich will nicht so YOLO sein, aber... Die abknallen? Scheiße, da kommen mehr. Wo kommen die jetzt auf einmal her? Okay, ich bin so YOLO, glaube ich. Färbt. Da wäre Fleisch gewesen, ich Depp. Auch die Marke, die da liegt, die ist bestimmt wichtig. Eine Erweiterung. Ja. Ein Platz, ne? Ja, besser wie nix. Was? Hier eine Flasche zum Werfen. Fleisch. Ach, Benzinflasche. Eine mit Benzin gefüllte Flasche, die sich werfen lässt. Ach, ich kann Benzin kombinieren mit einer leeren Flasche, ne? Molotow-Cocktails herstellen kann ich mir aber nicht. Was ist für ein Foto? Ah, doch, Molotow-Cocktails. Guck an. Ach stimmt, ich habe ja auch Lappen, ne? Hier liegt nämlich einer. Ah, Flasche mit Stofffetzen. Gavin, ich habe dir ein christliches Begräbnis versprochen, aber bitte habe Verständnis. Die Ratten waren überall. Sie machten sich über deinen Leichnam her. Ihre Zähne, ihre Krallen, sie hörten nicht auf. Ich tat was... Auch unsere Ahnen taten, um Unreinheit zu tilgen, es verbrennen. Anschließend überantwortete ich auch das, was von dir übrig war, den Flammen, damit dir die Ratten nichts mehr anhaben konnten. Bitte vergib mir, falls du es in den Himmel geschafft haben solltest. Ich bleibe hier unten in der Hölle, gemeinsam mit diesem Dämon. Schon bald wird er mir wieder zur Leibe rücken. Das weiß ich. Ich folge dem Rat, den du mir vor deinem Tod gegeben hast. Ich mache mich auf den Weg zum MG-Bunker. Bitte gib auf mich Acht, falls du da oben bist. Okay, Leute. Aber mit diesen christlichen Worten würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal von euch mit dieser Episode von Amnesia the Bunker. Es ist auf jeden Fall ein super intensives Spiel. Also, holy fuck. Mein Puls fällt gerade wirklich Achterbahn. Das ist absolut schrecklich. Aber auch das mit diesen Ratten, das erinnert mich so ein bisschen an Plague Tale. Da muss man sich ja auch den Ratten entgegenstellen. Auf übelste Art und Weise versuchen, die abzulenken. Auch mit Leichen, aber naja. Ja, ich werde jetzt off-screen jetzt nochmal zurückgehen, um zu speichern und ein paar Sachen abzulegen, weil mein Inventar ist jetzt schon wieder voll, weil hier liegen ein paar Sachen, die ich gebrauchen kann. Und dann komme ich hoffentlich an die Marke ran. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Amnesia the Bunker.